Herzlich willkommen, meine Damen. Oh, wow, okay. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sorry dafür. Oh. Ja. Das ist doch Mobbing. Das ist doch legit Mobbing. Ich meine, ich war doch klar vor ihm. Naja. Wir haben 12:30. Es ist schon recht spät. Aber ich wollte euch noch ein Game geben, weil das kommt morgen, also am Donnerstag. Am Donnerstag habe ich immer TTT-Aufnahme und abends gehen wir Spandau. Da ist wenig Zeit zum Zocken, deswegen dachte ich, mache ich jetzt noch eine Runde. Ich weiß auch nicht, was es gibt. Das letzte Video ist komplett verreckt. Also, der zweite Kanal ist gerade ein bisschen weird. Ein Video wurde released, was ich nicht wollte und das habe ich gelöscht und das. Ich sag mal, der YouTube-Algorithmus ist wie in einer schlechten Beziehung. Ne? Der wird so pissed. Holy shit, ne? Der ist gigatated. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das Video euch jetzt vorgeschlagen wird. Ich hoffe einfach mal ja. Ich weiß auch nicht, wofür wir gehen. Wir haben eine Vayne mit Aggressivbogen. Das heißt, wir werden sie wahrscheinlich nicht rollen, sondern wir werden gucken, ob wir mal wieder für Nobel gehen können. Das wollte ich schon das letzte Mal machen. Hat eigentlich nicht funktioniert, weil wir einfach keine Nobel bekommen haben. Ansonsten, letzte Runde Assassins. Ich muss irgendwann nochmal Assassins spielen. Ich war so weak im Aufbau und so. Ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich die kommt, die ich am wenigsten gespielt habe. Demon finde ich auch sehr interessant. Demon wird auch irgendwann kommen. Aber Demon zu forcen ist pretty much impossible. So, Demon gibt sich von selber. Gerade auch Spatula ist recht wichtig für Demon, weil du es einen weiteren Attacksgeber geben kannst. Ich glaube, Demon ist actually pretty strong. Allein zwei Demon im Late Game sind schon echt strong. Vier müssten pretty disgusting sein. Das Problem bei Demon ist, dass du selten Comps reinkriegst. Deswegen ist Spatula relativ useful. Hey, wir kriegen ein Item, gibt's ja nicht. Static auf einer Vayne, not that bad. Aktuell sehe ich allerdings mehr Yordles, deswegen würde ich hier für Rapid Fire Cannon warten. Oh, na gut. Machen wir einfach mal, ne? Nobel gecallt, Nobel gemacht. Einfach nur, um von Anfang an Massive Memory reinzukriegen, stellen wir es hier hin, weil es da sinnvoller ist. Ansonsten wollen wir natürlich doch für den zweiten Knight gehen. Will zwei Graves kriegen, nehmen wir allerdings den Graves einfach mal mit. Ja, Nobel ne Standardaufbau, den ich gerade für Anfänger mal sehr empfehle. Ansonsten empfehle ich euch auch hier früh zu gucken, was der Rest so baut. Dass zum Beispiel jemand, der mir Nobel wegnimmt, dann nimmt mir Nobel weg, dann nimmt mir einer Garen weg. Das heißt, Tier 3 Units sind recht unwahrscheinlich. Aber was ich gerne mit Nobel machen würde, oder was ich mir im Rank vor allem vorgestellt habe, ist quasi, dass ich Nobel nehme, um Free Eco aufzubauen. Weil Nobles relativ strong im Early sind und du quasi damit mit einem greedigeren Item-Bild, nicht Item-Bild, sondern Bildweg durchgehst. Generell gab es in letzter Zeit ein bisschen Kritik an meinen Folgen. Aus zweierlei Gründen. Die einen haben kritisiert, dass ich Fehler mache. Das ist so. Ich kann das auch nicht vermeiden komplett, weil es leider auch ein Stück weit daher kommt, einfach, dass ich oft abends aufnehme, um euch einfach Content zu bieten. Das andere ist, dass ich sehr viel rede. Das ist quasi mein USP bei YouTube, also Unique Selling Point, dass ich quasi durchlabere. Deswegen habe ich ja durchgequatscht, auch als Format auf meinem Hauptkanal. Wenn euch das stört, dann muss ich leider sagen, dass ihr hier wahrscheinlich nicht unbedingt richtig seid. Ich nehme hier Glacier mit, weil Glacier hinten auch so eine gute Option ist. Und ich nehme einmal Elise mit, weil es sein kann, dass wir vielleicht für Demon gehen. Ich meine, es wäre durchaus nett. Meine Vayne greift den Darius an. Das ist jetzt nicht der Traum, aber der Nobelbuff ist am Anfang so stark, dass Fiora das mehr oder minder alleine gewinnen würde. Und wenn eine Fiora das alleine gewinnen würde, dann wisst ihr, worum es steht. So ein Ding ist mit Nobel relativ normal, dass du die ersten Runden recht hart gewinnst. Wir nehmen die Nidalee einfach nur der einen Person weg, die Nidalee schon zwei hat. Weißt du was, wir nehmen Warwick weg. Wenn ihr Units übrigens hier am Anfang einfach kauft, dann kann jemand die nicht rerollen. In derselben Runde. Ist ein bisschen eine Toxic Strategy, aber es funktioniert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir könnten auch Hard Echo gehen, ne? Wir können leider die Sandra da nicht behalten. Wir haben jetzt alles kurz vor 2, allerdings nicht 2, das heißt, kann sein, dass wir die Runde verlieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eine andere Unit verkaufen wollen wir nicht, weil wir die Nobles ja 3 hitten wollen. Das sollten wir verlieren. Ah, wobei, Garen hat den Nobelbuff. Ist die zweitbeste Unit, die es haben kann, obviously. Alter, wie langt denn der Shen Tzu mit seinem BF? Kranker Boy. Ja, die Dodge Zone ist toxic hinten raus, jetzt auch nochmal. Ne, da habe ich keine Chance. Das BF von Shen hat tatsächlich mehr gemacht, als ich dachte. Das hat ordentlich wehgetan.
Na, wir kommen jetzt auch nicht dazu, noch zu sellen, sonst hätten wir jetzt auf 10 gehen können, aber es macht nicht den großen Unterschied. Wir kriegen die Vayne und können jetzt 4 Units aufstellen. Wir müssen uns entscheiden, wofür wir gehen wollen. Mordekaiser oder Darius? Wenn wir für 4 Ranger gehen, ist Mordekaiser prinzipiell interessanter. Darius ist allerdings die stärkere Unit in der Phase des Games. Wir gehen mal auf 10. Das sollte hier smart sein. Wir hätten die Runde davor schon auf 10 gehen können. Glacial so früh brute forcen zu wollen, ist relativ tricky, aber Elemental ist halt einfach auch eine gute Combo für später. White Pie gegen Knight, Noble auf Fiora, das ist das Schlechteste, was wir haben können. Should be still free. Also der Pike ist natürlich ein bisschen anstrengend, aber der Pike sorgt meistens dafür, dass die Vayne einfach hinterherläuft, aber wenn sie Rapid Fire Cannon hat, passiert das nicht. Und Fiora ist tatsächlich auch halbwegs in der Lage, sich zu wehren. Nidalee ist halt insane strong in der Phase. Das heißt, sie ist so ein bisschen das Problem, aber dadurch, dass der Darius hier nochmal geultet hat, ist es ein Free-Win. Der hat noch 2 mehr davon, das ist ein bisschen ärgerlich für uns. Der wird Night Ranger gehen. Das ist generell das Ding, ich finde Noble auf 3 zu bringen, ist meistens sehr umkämpft. Dadurch tricky. Ausgangslage fürs Karussell ist okayisch. In BF wäre nicht schlecht, vielleicht nehmen wir einfach den Aatrox. Dadurch hätten wir noch einen Spear später raus. Die Vayne mit der Attack Speed wird, denke ich mal, gegrabt. Ansonsten können wir die auch nehmen. Ist eine 1er-Unit, ist jetzt nicht so attraktiv. Der Ken ist auch noch okay. Ja, da kennen wir jetzt gerade unsere beste Wahl. Keiner sucks. Wir nehmen den Varus für Ranger mit. Spielen ihn statt den Darius. Bisschen weniger Frontline. Noch die Fiora nehmen können. Jetzt die Frage, ob wir noch mehr... Also wir könnten das jetzt spielen. It's quite tricky, right? Wir haben jetzt zu wenig Frontline, aber es könnte trotzdem funktionieren. Weil wenn die Vayne den Attack Speed triggert... Because I wanted to do it. Same here. So, probably no. Der hat ein sehr ähnliches Lineup, hat allerdings die 2er-Unit Fiora. Noble Buff ist allerdings bei ihm auf Vayne, das ist sehr, sehr gut für ihn. Dass sein Gary nicht ultet, ist wiederum sehr, sehr gut für uns. Und die Varus Ultimate sollte die Vayne aus dem Leben bolzen. Sehr viele, die für Ranger Knight gehen hier. Ich habe mir die Builds ehrlich gesagt noch gar nicht richtig angeguckt, die der Rest hier fährt, aber allein von dem, was wir facen, fühlt es sich schon so an. Garen 2 sollten wir trotzdem kriegen. 1, 2, 3 könnten wir verkaufen. Sorry, Leute. Irgendwie habe ich was im Hals. Ich würde den Darius gerne kaufen. Wenn wir die Runde verlieren, würden wir ihn trotzdem... wir hätten 4 Euro verkaufen sollen. Ach, aber dann hätte ich sie auch nicht jetzt verkaufen sollen. Das war alles ein bisschen Unsinn. Okay, also Ranger. Da war zumindest ein Knight. Ein Demon. Und jemand, der auch Ranger geht. Also 2 Ranger. Aber niemand, der hart auf Noble committed. Aber einige, die halt Knights nehmen. Okay. Das ist okay. Es hängt ein bisschen davon ab, was der Varus ultet. Der ultet nur den Warwick. That's not enough, I guess. Ah, es ist tatsächlich genug, weil unsere Vayne witzigerweise Full Focus auf der Unit hatte, die sie brauchte, nämlich auf dem Lucian. Am I losing this? Wee. Close. Sollte nicht so close sein. Ein Demon Sorcerer wäre an sich interessant, aber ich weiß nicht, was wir dafür verkaufen. Die 2 Warwicks mit, das hat eigentlich keinen tieferen Sinn. Okay, das ist jetzt schon sehr attraktiv, was wir hier rollen dürfen. Lass sie ein bisschen kommen, dann sollte es fein sein. Gewinnen wir die Runde, sollten wir, I guess, nicht so einfach. Ne? Hängt ein bisschen davon ab, was die Vayne fokust. Auch jetzt nochmal der Blick auf die anderen Boards. Ich könnte auch einfach mit 1 durchgehen. Ne? Hat er übrigens die Kommentare geschrieben, habe ich vorher tatsächlich nicht gewusst. Ja, einiges Knight hat mir halt, ne? Aber ansonsten geht's eigentlich echt klar. Ah, der Noble Buffer von Lucian ist nicht so gut. Der wäre hier auf dem Garen für uns Godlike gewesen.
Aber der Damage, den wir haben, ist schon okay. Ist halt die Frage, wann Ranger proc't und ob Ranger proc't. Jetzt proc't's. Das ist ein unlucky Timing, weil Varus gerade seine Ultimate sieht, aber es ist trotzdem fein. Potenziell das Rageblade. Wenn wir nochmal in den Attack-Speed kommen, dafür sind wir allerdings zu weit oben aktuell. Mein Handy hat irgendwie aktuell so leichte Störungen. Der Display stellt sich einfach an und dann zieht er meine Aufmerksamkeit auf sich. Noch ein Varus. Wohin das Spiel hier hin mit uns? Zwei Elemente, jetzt hätten wir damit schon, das nehmen wir auch mit. 1, 2, 3, 4. I guess. Den nur, falls wir verlieren. Wir werden nicht für Knights gehen, weil so viele für Knights gehen, sondern wir gehen für Elementals. Wir haben drei Nobel aktuell, das ist sehr gut. Wir wollen natürlich langfristig auch noch den Lucian auf 2 kriegen. Da kann ich gerade im Early Game recht gut carryen, wenn du ihm gute Items geben kannst. Das kann ich nicht. Loons ist not that bad on him, weil er Loons proc't mit seinem. Oh, der hat schon Elemente fertig. Dann sollten wir die Runde eher verlieren. Wobei unser Van fokus den Brand. Das ist ganz cool für uns, aber in der Phase ist einfach. Holy shit, der war aus Damage. Ja, wenn unser Vayner zweites nicht den Golem fokus, haben wir vielleicht sogar eine Chance, weil wir genug Units vorher killen. Aber Elemente in der Phase ist halt giga-unbalanced, weil der Tank so tanky ist. Verkaufen, um auf 30 zu kommen. Wären wir ein Level hochgegangen, hätten wir es trotzdem nicht machen können. Das würde also uns einer auch bei Elementals contesten. Das ist aber nicht so schlimm. Ja, ist wirklich nicht so schlimm. Haben natürlich jetzt nicht rerollt, können eine Unit mehr stellen. Haben ja allerdings nichts, was uns interessiert. Ich will jetzt auch nicht rerollen. Wenn wir jetzt verlieren, ist es sogar fein, weil wir uns in der Ausgangslage fürs Karussell so gut verbessern. Wäre der Fiora 2 jetzt attraktiver gewesen als der Lucian? Maybe, weil wir so wenig Frontline haben. Tatsächlich kann so der Lucian eher noch nach links peelen und erkennen. Hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, seine Ult durchzukriegen. Ist ein Demon Boy, ne? Das ist ein bisschen unlucky für unseren Ken. Der Rest ist fein. Tauschen Warwick gegen den sein Boy. Der Ken wird zwar ulten, aber eine Sekunde. Warum sollte seiner Ult hier nicht die Kleinen killen? That's frustrating. Jetzt macht das. Und damit sind wir auch in dieser Runde wieder siegreich. Auch hier wird Ahri wieder high contested von den verschiedenen Leuten. Ich nehme die Fiora einfach nur mal mit, falls wir doch für 6er Global irgendwie kommen. Wir haben keinen wirklichen Winning Streak aufbauen können. Das ist ein bisschen ärgerlich. Vielleicht hätte ich da eben echt rollen sollen fürs Level. In der Hoffnung, dass wir mit dem Level die Runde gewinnen. Ich glaube, das macht mehr. Lucian als Frontline aufzustellen, fühlt sich weird an, aber ist okay. Wir gehen auf jeden Fall auf 50 und gucken von da. Es ist genau diese Taktik, die ich angesprochen hatte. Du nutzt Noble, um reinzukommen. Ich habe jetzt quasi damit Ranger auch noch gleichzeitig. Die Vayne 3 ist zumindest eine Option. Hier ist einer mit Ranger. Da ist einer, der mir Varus streitig macht. Da ist noch einer, der mir Varus streitig macht. Demon ist hoch im Kommen, ne? Spielen hier einige. Na, Gunslinger Knight Pirate Comp. Dadurch, dass er gerade Pirate hat, sollten wir noch stärker sein. Da Pirate keinen Power Boost gibt. Garen spinnt, bevor der Stun einsetzt. Das ist pretty lucky. Und jetzt pocken die Ranger rein. Das heißt, easy win for us. Weil wir hier natürlich noch Rageblade haben, während dieser Ranger-Pock gepockt wird, dann stackt sie währenddessen ja die ganze Zeit Infinity Attack Speed und kann danach heavy weiter attacken. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Elemental Ranger ist generell eine gute Comp, wenn ihr merkt, dass die Knights so contested sind. Wir werden hier nicht das kriegen, was wir wollen. Ja, Brand wäre super sick, aber Brand wird weg sein. Vielleicht kriegen wir den Ken. Ken allerdings bei uns jetzt auch nicht mega gut aufgehoben. Wir könnten die Vayne mitnehmen und deren. Wir könnten sie zum Blade Master machen, aber auch die wird weg sein. Ja, ich denke, wir können uns von den guten Optionen verabschieden. Einer wird den Tier Gangplank nehmen, einer wird den AP Brand noch nehmen und dann werden wir wahrscheinlich mit der Lulu stacken. I guess. Oder wir gehen Richtung Phantom Dancer und die Dreier-Unit. Ja, das machen wir. Es gibt uns wenigstens 3 Gold, das ist nochmal ein bisschen besser als das, was wir als Alternative hatten. Noch eine Vayne, nice. Noch ein Varus, komm, wir nehmen hier mal mit. Wobei Varus zu contestet ist hier. Dass wir ihn hochkriegen könnten. Hier könnten wir einen Locket bauen, ne?
Wen würden wir gerade Locket geben? Schwer. Vielleicht Varus. Varus langfristig in der Ecke stehen wird. Und Varus zumindest vom AP profitiert. Aber wir könnten daraus halt auch einen Rageblade und einen potenziellen Phantom Dancer machen. Das ist attraktiver. Oh. Okay, danke Sichtfeld. Kann sich jetzt wieder normalisieren. Ja, der kann sich dann auf unser Lucian, das heißt, der kann seine Mobilität nicht ausspielen und ist dementsprechend als Frontliner unbrauchbar. Fairerweise ist er als Frontliner aber so oder so natürlich eigentlich ein bisschen dürr. Die Brand Ultimate tut schon richtig weh, ne? Kann man nicht anders sagen. Aber der Burst von Varus ist too much. Nächste Runde werden wir noch rerollen, dann werden wir uns auf Level konzentrieren. Wir wollen halt die Vayne 3 noch hitten, bevor wir auf 6 gehen, weil dann die Wahrscheinlichkeit für 1er Units noch geringer wird. Lissandra wollen wir auch auf 2 bringen. Vielleicht nehmen wir sogar noch die Varus mit, aber ich, wie gesagt, ich glaube, Varus ist zu contested hier. Es sei denn, Leute, sellen den Varus. Aber ich meine, wenn er uns angeboten wird, wird er uns angeboten. What can we do? 2x Elise für Demon. Und stattdessen kriegen wir den Ken. Na komm, ich hab's einfach nicht im Gefühl, dass das vernünftig wird. Aber jetzt eigentlich unser Winning Streak. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn jetzt verlieren, ist allerdings durchaus wieder da. Auf 6 würden wir sehr gerne schon auf Elemente wechseln. Dafür brauchen wir allerdings den Brand. Und um den zu hitten, brauchen wir auch ein höheres Level. Oh, Assassins. Das ist für unsere Comp jetzt durchaus illegal unattraktiv. Springen allerdings nicht hinten rein. Das ist sehr gut. Und unser Lucian wird hier auch zweimal dashen können. Wird dadurch die so weit wegziehen, dass sie sehr viel Zeit brauchen. Aber der Karzix, der ist ein kleiner Lümmel hier. Der wird 3 Karzix mit Spear und Tier. Der ultet natürlich relativ oft. So, in der Runde ist es wichtig, dass wir auf 50 sind. Deswegen haben wir die Varus auch verkauft. Die Varusse? Not sure how to say that. The dark should fear me. There we go. Können wir kaum drauf verzichten, ne? Vielleicht kann der hier raus. Braucht mehr Platz. Das heißt, wir stellen so auf, damit der Lucian dashen kann. Das wäre für uns sehr gut. Ist sehr wichtig, dass wir die Runde gewinnen, weil wir itemmäßig noch nicht gut genug versorgt sind. In BF würden wir zum Bloodthirster machen. In Techspeed würden wir zu Ragebait machen. Wir haben sehr viele Optionen. Müssen sie halt nur jetzt auch kriegen. Deswegen kriegen wir einen Thornmail. Oder einen Red Buff. Red Buff ist wahrscheinlich die bessere Option. Vayne 3 ist gehittet, das heißt, ab jetzt heißt es leveln. Oh, ich darf noch eine Unit mehr stellen. Vielleicht kriegen wir sogar nochmal Noble hin, aber ich weiß nicht wie. Deswegen gehen wir jetzt auf Morellos. Ist wieder der Assassin Boy. Aber da hilft uns dieses Elemente-Ding auf jeden Fall ordentlich. Solange der Karzix das Ding halt irgendwann fokussen muss. Was scheinbar aber im Spiel nicht vorgesehen ist. Jetzt ist es vorgesehen. Ich sollte noch den Chogat mitnehmen. Wäre der nächste Varus gewesen. Das ist ja echt witzlos hier. Würden wir als nächstes den Garen spielen? Wahrscheinlich wollen wir auf 4er Ranger gehen. Das heißt nein. Und wenn, würden wir CC-Monster spielen. Garen 3 werden wir auch niemals hitten. Wir stellen den Cannon hier, damit der Golem eher dahin droppt. Den Lucian könnten wir jetzt auch schon verkaufen, dafür den Chogath spielen. Weil Lucian in der Phase jetzt auch nicht mehr so mega viel macht. Wir könnten auch die Kindred spielen. Dass wir hier eine Anivia bekommen haben, ist immer noch relativ random, muss ich sagen. Aber ist cool für uns. Gibt uns zumindest schon mal Double Glacial. Formel würde natürlich auf den Chogath kommen. Jetzt springt er genau dahin, wo wir ihn haben wollen. Der Pike wiederum wird von unseren Lucian getrollt. Dementsprechend wird der hier super unattraktiv für den Gegner. Anivia fuckt jetzt da hinten ein bisschen die Tristana ab. Und die Runde geht easy an uns. Ja, Elemente, Ranger into Elementals mit Hilfe des Noble Buffs im Early Game. Das ist sehr simpel und sehr effektiv.
Aurelion kriegen wir in die Combo nicht rein. Vier Ranger können wir jetzt auf nächsten Level mit Elemente spielen. Dann können wir die Seju allerdings auch sehr spät erst spielen. Die Seju jetzt zu spielen wäre aber gar nicht so bad. Und wir werden die behalten, um zu gucken, ob wir zwei AP da kriegen und dann einfach Locked Abuse spielen. Vielleicht wäre Ash 1 sogar schon besser als Varus. Wegen Triple Glacial, dann würden wir Lucian reinnehmen und hätten wir vier Glacials. Ich glaube, wir machen das, wenn wir Ash 2 hitten. Kannst du noch uncasten für die Hero Reduction? Oh lol, du kannst mehr als uncasten. Lol, Alter, die Anivia Gold geht einfach noch komplett durch. Das ist nett. Die Runde sollten wir eigentlich nicht so hart gewinnen. Wir werden jetzt versuchen, für AP zu gehen. Oder wieder für ein BF. Der Brand ist natürlich wieder delicious, aber den kriegen wir nicht. Ah, okay, nevermind. Wir gehen wahrscheinlich einfach hierfür. Oder hierfür. Aber die Ash können wir nicht sellen. Der Cho wird nicht durchkommen. Der Katos auch nicht. Oh, der Cho wird vielleicht doch durchkommen. Ja, die Ash mit dem Item ist jetzt nicht unattraktiv, aber der Cho ist für uns gerade attraktiver. Natürlich ist der Attack-Speed auf den Cho jetzt nicht mega krass, aber wenn du ihn, ich kann ihm Phantom Dancer geben. Phantom Dancer und Thormail, damit ist er halt schon absolut tanky. Wäre jetzt zum Beispiel eine Option. Nochmal ein Glacial mehr wollen wir eigentlich nicht spielen. Wir kriegen den Kennen auf 2. Und so chillen wir jetzt erstmal. Vier Glacial, Double Ranger, drei Elementals. Das ist eine sehr, sehr solid Comp. Aber wir sollten die anderen Kennen wechseln, damit Kennen eher den AOE CC hinkriegt. Das sind ein paar viele Units, die der Gegner da hat. Force of Nature lässt grüßen, aber doesn't really matter, weil Glacial einfach insane strong hier gerade ist. Plus die Anivia ult wieder hinten auf die Tristana, wie auch schon im letzten Fight gegen ihn. Wir haben jetzt recht Glück, dass die Tristana da noch ein Target hat, was sie hitten muss, bevor sie meine Frontline hittet. Der ist auch All-In und wir machen ihn trotzdem, obwohl wir auf 50 Gold sind. Das ist schon sehr schön. Holy shit. Wir sollten für Level jetzt gehen. Auf dem nächsten Level nehmen wir Seju raus. Tun dafür Kindred rein, spielen den Varus und haben 4er Ranger mit Elemental. Und das sehr früh. Haben natürlich nur noch 3 Glacial. Aber das ist völlig fein. Sollten das so wechseln, damit Ken mehr mit der Ult trifft. Ist natürlich High Risk, weil er könnte auch einfach sterben. Now it wird uns ziemlich zerstören. Aber vielleicht wird er vorher CC'd, aber niemand fokussiert ihn gerade. Jetzt, Glacial. Oh, okay. Er wurde während des Hops quasi getroffen, aber das ist auch okay. Er hat gute Items auf ihm. Oder gute teamdienliche Items. Für den Nah selber sind die Items gar nicht so krass. Wir vergeben weiterhin die Items nicht, weil wir auf diese Creep Round hier warten. Die jetzt am Start ist. Ah, shit, wir sollten nicht rollen, wir sollten leveln. Egal, nächstes Level kriegen wir trotzdem das Level ab. Seju 2 oder Sugar 2, beides ist prinzipiell interessant für uns. Wir werden die Gegner gut CC'en, das heißt, wir sollten die Runde wahrscheinlich gewinnen. Elemental ist auch generell in diesen Runden recht stark, weil das Vieh einfach die Tanks in Sengu, die Damage Dealer von denen in Sengu tanken kann. Es hat halt unverschämt viel Leben, das Ding. Oh shit, ich habe den Sound nicht gepegelt. Ist das fein? Ich hoffe, das ist fein. Hoffen wir mal auf den Game Sound Ausschlag. Wo ist der Game Sound Ausschlag? Da ist er, okay, der ist in Ordnung. Seju kriegt die Ult nicht raus, Ken kriegt allerdings seine Ult raus, das sollte reichen. Attack Speed. Nett. Das war's, oder was? Bisschen enttäuschend. Boah,
bauen das jetzt so auf. Okay. Vier Ranger. Drei Glacier? Achso, weil ich ja nie werb. Sure. Bisschen wenig Frontline an sich, aber wir haben die Frontliner noch auf der Bank sitzen und hoffen, dass wir sie später kriegen. Kündet unglaublich wichtig für uns, dass sie nicht stirbt. Das heißt, wir könnten auch überlegen, ob wir der noch. Aber Formel auf hier ist ein bisschen wasted, weil die Kindred Ultimate hier zum Beispiel carried jetzt super hart. An sich würden die Units quasi sterben, wären unsterblich. Der Swain wird zwar nochmal groß, aber genauso groß wie er war, wird auch wieder klein gemacht. Wenn er jetzt stirbt, ist das sehr gut für uns, weil er Ranger hatte. Wobei, ich glaube, er hatte nur die Vayne, die uns interessiert und die ist für uns eh schon fertig. Auch auf 8 hätten wir nochmal einen Power Spike, weil wir entweder 4er Glacial spielen oder einen Cho. Und zwar einen Cho mit Attack Speed. Wir könnten auch Cho den Attack Speed wegnehmen. Für welche 3-Unit wollen wir gehen? Wahrscheinlich für die Ash. Ja, wir werden nochmal ein Level hochgehen. Also wir werden jetzt einfach unser Gold nicht rerollen, sondern in Level investieren, um dann Seju oder Cho zu spielen. Seju ist deutlich attraktiver als Cho. Ich überlege echt, ob wir den Attack-Speed wegnehmen. Und darüber noch einen Phantom Dancer zu bauen. Ist der Assassin Boy noch da? Ja. Dann wäre das schon recht wichtig. Da ist wieder der Boy mit dem starken Nah. Oh, wenn die Seju Ult kommt, bevor unsere Kindred genug Mana für die Ult hat. Und dann der Nah. Ah, der Nah hat nicht die Kindred getroffen. Das heißt, jetzt kommt die Kindred Ult und dadurch gewinnen wir den Fight. Pretty clean. Oh. Das war close. Noch jemanden rauszuschmeißen vom Karussell wäre schon cool gewesen. Aber meckern auf hohem Niveau. Wir leveln fröhlich weiter. Wir könnten uns gleich auch nochmal einen Attack-Speed organisieren. Im Roll. Am liebsten würde ich mir ein BF und eine Tier organisieren, damit Sojin noch für Ash rausspringt. Ja. Ja, halt Ash als Tier 3 und wäre echt noch sexy. Der ist Demon und hat halt den Brand hinten. Das heißt, nichts von mir kann vernünftig ulten. Was allerdings gerade noch nicht so schlimm ist, ist halt, ja, Kindred kriegt die Ult raus. Die Anivia Ult sitzt auch gut. Nimmt da zwei Leute vernünftig raus. Die Brand Ultimate titscht schön in die Kindred Ult rein. Und am Ende gewinnen wir relativ close, aber der wird uns langfristig wird er uns machen. Oder kann uns machen. Wir haben halt immer noch keinen Brand, ne? Der Brand wäre schon lecker. Ex-fucking use me. What is this? Baby, don't hurt me. Der Brand wird weg sein. Vorbei. Der Brand ist nicht weg. Okay. Wir könnten den Ken rausnehmen, aber der Ken macht mehr für uns. Wir könnten aktuell erstmal die Lisandra rausnehmen. Ich glaube, wir behalten ihn erstmal als Option. Ich will den Winstreak unbedingt behalten. Das heißt, ich spiele Seju rein. Und gehe unter 50 Gold. Hi! Das Problem ist, wenn wir Lisandra ausnehmen, haben wir keine Vierer gleiche mehr. Das heißt, wenn wir gleich den Cho hitten würden, würden wir Cho reinspielen und Brand. Aber Brand ist auch kein Frontliner. Brand wird bei uns nicht ulten. Das heißt, ich könnte ihn eher den Attack-Speed wegnehmen und daraus so einen Phantom Dancer machen. Und wenn wir Seju 2 hätten, würde ich den Cho einen Cho verkaufen. Wobei ein Cho uns im Late-Game hier auch nochmal hard carrying kann gegen den. Der übrigens Ice-Cut Locket abused. Aber mein Gott, ich hatte es auch vor. Ne? Wie soll ich ihn blamen? Oh, Bina Ultimate war sick. Den Winning Streak behalten wir also trotzdem nicht. Ja, die Brandwood macht da recht viel, ne?
Ja. Ich glaube, wir brauchen das leider. Sage soll mal ein bisschen Damage reflecten. Hier ist auch noch jemand, der uns die Sage wegnimmt. Das heißt, wenn wir den jetzt besiegen und rauskriegen, wäre das mega gut für uns. Sage hat trotzdem wieder nicht geultet. Kindred Ultimate ist ein bisschen derp, weil er die Ashe nicht drin hatte. Jetzt hilft der Phantom Dance halt schon ordentlich. Aber es reicht trotzdem nicht. Scheiße, ey. This sucks. Oh, shit. Du? 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 So, I guess. Tricky, tricky, tricky. Wir wollen eco-mäßig gut bleiben. Wir könnten den Cho verkaufen. Aber wir werden den Cho immer noch als 9. Unit spielen, wenn wir das Level abkriegen. Weil mehr CC gerade einfach wichtiger ist. Wir haben eh Glacial, wir sollten hier auf jeden Fall gewinnen. Ist die Frage, was er uns droppt, ne? Vielleicht hätten wir die Items gerade nicht vergeben sollen. Oh, what? Zwei BFs. Wenn das mal kein Zeichen ist. Tja, wir haben halt noch keine Damage-Anzeige, ne? Aber ich denke mal, dass es gerade die Vayne ist, die carried. Kendra hätte sich jetzt auch schon mehrfach angeboten, ne? So viel wir den kriegen. Wir haben halt echt die Option, noch auf ein höheres Level zu springen, während der Rest halt die Option definitiv nicht hat. Aber wir können nicht. Oh ja, puh, schwer. Wir können schon, aber ich frage, ob wir wollen und wie wir wollen. Der kommt halt nicht mit seinen Assassins bei uns durch, ne? Der sollte eigentlich keine Gefahr sein. Der ist raus. Das heißt, ja, okay, die kennen sich auch einfach gegenseitig. Sollten jetzt einfach nur nicht paniken und dann ist es fein. Bräuchten 60, wir haben 50, wir könnten auch zwei Kindred spielen. Manchmal macht man sich das Leben einfach schwerer, als es ist. Zwei Kindreds should be pretty damn good. Kindred 3 wäre natürlich disgusting. Was ändert sich denn eigentlich an deiner Ult? 900er Minimum Health. Ja, hallo. Die sind einfach auf 900. Das ist der Typ, der uns schlagen kann. Er hat seine Sage hat auf jeden Fall die Ultimate rausbekommen, obwohl wir sie eigentlich ganz gut bearbeitet haben. Die MF Ultimate klatscht jetzt sehr gut rein bei uns. Also aus seiner Sicht sehr gut. Jetzt ist halt genau die Sache, weswegen wir ihm Phantom Dancer gegeben haben. Weil der Boy halt am Ende da steht mit einer MF und einer Tristana und uns gut bearbeiten kann. Zu viel, was wir gleichzeitig sammeln, ne? Okay, wir werden auf jeden Fall jetzt ja nicht sterben. Das heißt, wir hoffen gleich im Karussell auf eine Anivia. Wir gehen dann das Level hoch. Kriegen die Unitzeit niemals zu Ende. Und spielen halt entweder eine Ashe mehr für noch mehr CC oder eine Kindred mehr dafür, damit wir die scheiß Kindred durchkriegen. Double Spear ist halt auch lol. Oh, hallo Bro, was geht ab bei dir? Warum kann ich den denn für 6 zählen? Das ist ja nur 4 wert. Ja, das Game ist ein bit bugged. Ich weiß nicht, ob es ihm aufgefallen ist. Ich kann es ja mal pingen. Was macht der hier? So. Keine Anivia. This is quite sad. Aber eine Kindred.
sollten Kindred mitnehmen. Die Runden sind trotzdem immer noch close, aber wir sollten jetzt trotzdem all in. Spiel, der den Mittelfinger zeigt. Mit Nanivia und Lissandras wechseln sollen, weil wir ja wissen, wie er rum er aufbaut. Und unsere Nanivia da vorne zu schnell ins Gesicht kriegt. Okay, unsere Kindreds werden einfach durch CC, das ist das Problem. Das heißt, es ist scheißegal, wie viele wir davon aufstellen, die werden es alle nicht schaffen. Fucking hell, ja. Scheiße. Jetzt haben wir nichts mehr, um das da hinzustellen. Ne? Habe ich ja nie wieder 2 geholt? Ja, jetzt einfach nochmal. Okay, die Ash ist natürlich ziemlich useless, aber sie kann zumindest einmal hitten. Ich hatte noch nie Kindred 3. But it should actually make a difference, right? Kindred. Okay, der hat geholtet. Nicht das beste Positioning aller Zeiten für eine Kindred Ult. Aber sie tankt damit die MF-Ult. Komplett weg. Und wir holen die erste Runde. Und es könnte auch direkt die letzte sein. Yes! Kindred 3, meine Damen und Herren. There we go. Wunderschöner Sieg. Ja, euer Video zum Mittwoch. Haut rein!